mal fragt. Unterzeichnen Sie jetzt die Kapitulation oder muss ich diese arme Stadt zerstören? Sie kennen meine Antwort. Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber ich hoffe, nach dem, was jetzt geschieht, werden Sie Ihre Entscheidung nochmal überdenken. Entschuldige.
Ja. Hier hat mir irgendjemand eine Abreibung versprochen. So ein dunkelhaariger Typ. Komischer Bart, etwa Ihre Kürze? Haben Sie gesehen? Wissen Sie, Lord Lösser, ich glaube, wenn es richtig drauf ankommt, geht nichts über einen Satz gute, altmodische Weine. Sie sind offenbar kein geübter Pokerspieler, Mr. West. Schießen Sie vorbei? Ich sehe das nicht so. Danke. Sie sollten nicht übertrieben ritterlich sein. Warten Sie! Das war gar nicht nett, Dr. Loveless. Aber Sie fand es bestimmt sehr witzig, mir aufs Gesicht zu steigen mit so. Und wenn Sie mich fragen, dann glaube ich, dass sich hier jemand bei jemand anderem ganz schwer entschuldigen muss. Gordon, hört Sie auf, rumzutanzen und kommen Sie her. Ich weiß nicht, wie man das verdammte Ding steuert. Oh, ey, da vorne wird es lebensgefährlich. Ich habe Sie immer bewundert, Mr. West. Ich hoffe, Sie würdigen das. Vier lange Jahre bin ich jetzt schon auf der Suche nach einem Massenmörder, der Bestie von New Liberty. Und wie ich höre, sind Sie das? Ich bin kein Massenmörder, ich bin ein Visionär und ein Genie. Und jetzt bin ich wütend. Und nachdem ich Sie getötet habe, werde ich Sie zusammen kochen zu Schmierl. Ja. Ich will verdammt sein, ich habe einen Schwarzen im Hals, ich konnte bloß in eine so dunkle Situation geraten. Ich habe keine Ahnung, Dr. Loveless. Ich habe genauso im Dunkeln wie Sie. Und jetzt habe ich ein schwieriges Problem, denn auf der einen Seite liebe ich das Leben und vor allen Dingen mich selbst und auf der anderen Seite habe ich diesen unbändigen, alles verzierenden Hass auf Sie und es wäre mir ein leichtes, Sie umzubringen, Mr. West. Dazu genügt ein Ruck an diesem Hebel. Aber das wäre auch mein Tod. Erkennen Sie meinen Konflikt? Immer diese Entscheidungen. Erlauben Sie mir, diese Entscheidung für Sie zu treffen. Mr. West, Sie mögen an der Oberfläche schwarz sein wie die Nacht. Innerlich sind Sie ein ganz kleiner, blasser Feigling. Sie haben es einfach nicht in sich, nicht wahr, Nigger Boy? Das nehme ich. Der Abreibung.
Gentlemen, ich habe eine neue Behörde geschaffen, die nur eine Aufgabe hat.